Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es sind nur abgezählte Tage. Und wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Und dass ihr fastet, ist besser für euch. Und wer es nur wüsstet. Barakallahu fikum, das geht darum, am Anfang war die Situation folgendes. Wer auf der Reise war oder krank war, sollte die Tage nachholen. Aber wer nicht krank war und wer nicht auf der Reise war, hat die Möglichkeit gehabt, entweder zu fasten oder zu speisen. Am Anfang war die Sache so. Entweder fastest du oder gibst du Speise. Diese Speise, du speist einem Armen. Du gibst einem Armen zum Essen. Wenn du mehr geben willst, dann ist gut. Aber besser ist zu fasten, als zu speisen. Das war so am Anfang. Bis Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, wer also von euch in dem Monat Ramadan zugegen ist, der muss in ihm fasten. Und hier sagte jemand, einige haben gesagt, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, die es mit großer Mühe ertragen können, das bedeutet, die Leute, die für sie sehr schwer ist und die nicht fasten können, als Ersatz ist die Speisung eines Armen auferlegt. Da haben einige gesagt, das wurde aufgehoben. Ibn Abbas sagte, nein, das bleibt. Aber nicht für alle, wie am Anfang das war, sondern das bleibt für die ältere Männer, ältere Frauen, die nicht fasten können. Die überhaupt nicht fasten können. Al-Bukhari auch hat das bestätigt und er hat über Anas oder von Anas erzählt, dass Anas, als er alt geworden ist, dass er ein oder zwei Jahre gespeist hat und nicht gefastet hat. Deshalb die Ayah bitte nochmal verstehen, weil einige Leute verstehen die Ayah falsch. Weil hier steht, wenn ihr fastet, ist besser für euch. Besser. Ja, wenn du sagst, speisen oder fasten, natürlich fasten ist besser. Aber das war noch nicht diese Verpflichtung von Ramadan, dass man Ramadan unbedingt fasten muss, außer dass man entschuldigt ist. Und natürlich, das Fasten hat angefangen mit Ashura oder mit drei Tagen, was ich vorhin erzählt habe. Barakallahu fikum, Ibn Abbas und Ibn Umar sagten, auch dazu gehören die stillende Mutter und die schwangere Frau. Wenn sie nicht fasten können, dann speisen sie, brauchen nicht nachzuholen, aber speisen anstatt jeden Tag einem Armen. Und hier gibt es verschiedene Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, sie fasten, wenn sie fasten können, dann müssen sie fasten. Wenn sie nicht fasten können und sich Sorgen machen um ihre Kinder, dann haben sie gesagt, sie brauchen nicht zu fasten, sie holen nach und sie speisen anstatt jeden Tag einem Armen. Wenn sie sich Sorgen um sich selber machen und deshalb fasten sie nicht, sie brauchen nicht zu speisen, aber sie müssen nachholen. Es gibt noch eine andere Ansicht. Sie speisen anstatt jeden Tag einem Armen, das wird die stillende Mutter und schwangere Frau, und sie brauchen nicht nachzuholen. Und manche sagen, sie brauchen weder nachzuholen noch zu speisen. Wallahu ta'ala ala.
Aber die richtige Ansicht ist, Wallahu ta'ala, sie fasten nicht, wenn sie nicht können und sich speisen, anstatt jeden Tag einem Armen, Wallahu ta'ala, wa'alam.